geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Filmora Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ich einen Glitch-Effekt in meine Texte hinzufüge. Ich benutze diesen Effekt sehr gerne für Intros oder einfach nur für Gameplays oder je nachdem, was für Projekte ich habe. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen möchtet, wenn ihr überhaupt noch Tutorials sehen möchtet. Und ja, wir fangen direkt mal an, was auf jeden Fall wichtig ist. Und dann kommen wir direkt zum Schritt 1. Ihr braucht ein schwarzes Bild. Das zieht ihr am besten ganz unten auf die Timeline. Und dann könnt ihr selber entscheiden, in was für eine Dauer oder wie lang praktisch das alles eingeblendet werden soll. Ich mache mal standardmäßig immer auf 5 Sekunden. Ziehe mir dann direkt einen Text, einen Default-Text am besten. Text, dann geht ihr rein. Erweiterung, schreibt euer Text rein, was ihr braucht. In meinem Fall jetzt Tutorial. Wechselt die Schriftart, wenn ihr möchtet. Ich benutze immer Impact, ist am besten, und natürlich die Schriftgröße. Dann machen wir direkt mal 200, damit es schön groß ist. So, dann seht ihr, unten haben wir gar keine Animationen. Gehe ich auf Animationen und benutze Verdampfen. Wenn es euch zu schnell ist, drückt einfach auf Pause oder guckt es euch in verlangsamter Geschwindigkeit an, weil ich möchte das schnell durchhaben, weil es ist eigentlich easy, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat. Dann hat man hier praktisch den Anfangseffekt, wann der Text komplett sichtbar ist, dann bleibt es eine Weile, und dann mache ich natürlich den Endeffekt, wann es wieder so praktisch ausblendet, und das reicht so vollkommen. Dann bestätigen wir das Ganze und danach gehen wir, wir schauen uns das kurz an, damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt. Das ist praktisch unser Standard-Tutorial-Text. So, und damit es jetzt so wird, wie wir uns das vorstellen oder wie wir das haben möchten, geht ihr einmal auf Effekt und nehmt als erstes den Extrem-Effekt, damit alles schön verwackelt. Ich zeige euch das Ganze. So. Und danach braucht ihr noch den chromatische Abweichung Effekt. Den klatscht ihr auch oben drauf. Das sieht dann so aus. Und schon habt ihr eigentlich euer Texteffekt. Das heißt, wenn ihr dann noch mehr Texte habt, könnt ihr das Ganze natürlich kopieren. Ein bisschen so weit runter. So, kopieren und hinzufügen. So, natürlich so zusammen, damit es auch passt. Hier die Timeline, schöne Übersicht. Wir müssen das ein bisschen kleiner machen. So. Und hier könnt ihr dann einfach euer Text anwählen, zum Beispiel, und macht Tutorial für Glitch. Und das Ganze kopiert ihr dann nochmal und zieht das nochmal hier runter. Glitch Texte zum Beispiel, also so heißt die Methode, die wir hier verwenden. Und dann natürlich könnt ihr das alles etwas kürzer machen, wenn euch 5 Sekunden zu lang sind, weil ihr halt kurze und knackige Wechsel haben möchtet. Dann macht es einfach so, dann markiert ihr euch die ganzen Effekte zusätzlich und zieht die dementsprechend dann auf eure Textlänge, wenn ihr es kurz haben wollt. Wenn ihr es länger haben wollt, macht es halt länger. Und so sieht das Ganze aus. Das ist jetzt auch ohne Ton. Wir können gleich nochmal gucken, wie das aussieht mit dem Ton. So, dann wechselt es. Glitch, Texte. Und so geht es weiter. Und so könnt ihr jetzt eure Intros machen, wenn ihr zum Beispiel ein neues Spiel habt und ihr macht ein Intro für das Spiel. Ja, eigentlich easy. Auch für euer Kanal mit der passenden Musik natürlich. Sieht es dementsprechend gut aus. Ich guck mal, ob ich hier einen Effekt drin habe. Hier haben wir Glitch Sound. Den ziehe ich einfach mal komplett runter. Diese Spur können wir löschen. So, und dann müsst ihr das halt dementsprechend auch passend zum Text. Also so wird es ein bisschen. Ja, und das war's eigentlich. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne kostenloses Abo dalassen. Ansonsten, ja, macht's gut, habt viel Spaß und ich hoffe, ihr werdet Erfolge haben mit diesem Effekt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.